So, liebe Leute, es geht heute weiter mit Let's Play Pokémon. Let's go Evoli. Und wir machen heute weiter mit der nächsten Route. Das dürfte eigentlich Route 24 sein, wenn ich richtig auf dem Schirm habe. Das Pokémon haben wir ja in der letzten Folge angesprochen, das geht leider noch nicht. Das müssen wir mal noch ein bisschen gucken. Und wo die Mondschanze finden, habe ich mir mal rausgesucht, die Punkte. Da müssen wir dann einfach nochmal zurück, weil wir dann spätestens in der nächsten Stadt sind. Und by the way, ist es nicht Route 24, sondern Route 25. Und diese Stops, die kann jetzt gerne mal hier verschwinden, weil, ne? Das war mir klar, dass es so lange rum ist für mir. Weil Topsy habe ich schon. Ja. Also weg damit. Denn wir wollen diesen Wanderer hier herausfordern. Ich komme zwar gerade vom Mondberg, aber ich bin kein bisschen müde. Wanderer Oscar. Mit einem Onix. Ja, und es fehlen noch einige Pokémon-Typen, und zwar ein Typ Wasser, ein Wasser-Pokémon. Dementsprechend können wir leider auch nicht viel machen. So, dann wechseln wir durch. Nehmen uns das Nidoran rein, weil Pikachu kann gegen Onix nicht allzu viel ausrichten. Oh, wow, der Stellwurf, der tut weh. Weil Nidoran auch kurz vor der Entwicklung steht, zu Nidorino. Und es geht auf Raserei, sprich, push dein Angriffswert. So, mal gucken, was ich jetzt hinkriege. Nicht bei Raserei, sondern. Ne? Das ist jetzt irgendwie. Na gut, jetzt müssen wir versuchen, was down zu kriegen. Oder jetzt ein bisschen Dusel haben. Glück gehabt. Damit ist es weg. Ja, deine Fraserei kannst du zwar noch steigern, wie du Lust und Laune hast. Das ohne ist es down. Das gibt 157 Erfahrungspunkte für uns in Doran. Pikachu reicht damit Level 14. Auch aber Evoli steigt nicht auf. Also drei Pokébälle kriegen wir dafür. Oh mein. Und da sehen unsere erste Entwicklung in diesem Let's Play. Heute machen wir wahrscheinlich Route 25. Wir gucken, was hinkriegen wir der Zeit, ja. Und dann versuchen wir nächste Folge wahrscheinlich den Arena-Leiter herauszufordern. So, Nidoran entwickelt sich auf jeden Fall zu Nidorino. Keine neue Attacke dafür. So. So. Gut, ein neues Pokémon, was wir noch nicht kennen, ist dieses hier. Also das kennen wir schon, aber wir haben es noch keins gefangen. Unser Mauzi. Kein fabelhafter Wurf oder sowas. Aber jedenfalls haben wir dieses Mauzi erstmal gefangen. So. Mauzi ist offiziell unser Team. Aber, was heißt offiziell? Jetzt ist unser Team aufgenommen worden. Aber wir nehmen es wieder raus, weil wir brauchen es nicht. Es ist kein festes Teammitglied. So, haben wir noch irgendwie was? Defense haben wir auch schon. Dann nehmen wir noch schnell die Kapsel X-Verteidigung hier weg. Und dann geht es hier weiter mit diesem Typen hier. Ich meinte, dass wir miteinander kämpfen würden. Was haben wir hier? Ein Knirps namens Yannick. Mit einem Dicker. Naja, schwer, dass Pikachu nicht viel machen kann. Ja, es fehlt noch ein Pflanzen-Pokémon, es fehlt noch ein Links-Pokémon.
Sonst Pokémon, es fehlt ein Wasser-Pokémon. Also wir haben noch nichts momentan, womit wir irgendwie gegen Boden-Pokémon ankommen können. So. Dann gehen wir mit Ruzuki drauf. Oh, oh, kein. Es war kein. Okay, es war tatsächlich kein One-Hit. Es war ein One-Hit, aber kein Futter. Level 17 für Evoli. Evoli möchte ein bisschen. Ja, nehmen wir Biss rein. Und der Sandwirbel raus. So, der kleine Knirps ist besiegt. Und. Der lässt mich nicht vor. Ich will diesen Pokéball online einsammeln, aber wir müssen erstmal diesen Trainer hier besiegen. Die Trainer aus der Gegend kommen regelmäßig zum Üben her. Ein Vogelprofi, das sollte doch kein Problem sein für unser Pikachu, oder? Ich weiß jetzt eher auf jeden Fall ein Tauburger ein. Okay, es bleibt dabei. Es ist wahrscheinlich ein Drittel von der. Drittel der KP abgezogen. Ja, nee, ist klar. So. Nochmal. Und jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen Dusel habe und das angreifen kann immer. Kann ich. Dass ich durchkomme mit der Attacke. Ja. Und damit ist Tauburger dann doch besiegt. Der Vogelprofi ist bezwungen. So. Halt. Das Item hier unten mitnehmen. Ernsthaft, ich kann das nicht Item nicht einsammeln, weil der hier mir im Weg steht. Na super, ich kann echt das Item nicht einsammeln, weil der Kleine hier mir im Weg steht. Doch, das ist mehr zu kurz. Okay, dann machen wir es mal weiter. Ich habe in meinem Papa eine Party auf der MSN im Hafenwanderer an der City besucht. Toll, oder? Ja, und das machen wir dann auch definitiv. Noch. Aber nicht in der nächsten Folge. Ich weiß auch nicht, wie lange wir brauchen. Dauert jetzt halt noch ein bisschen. So, erstmal besiegen wir möchten wir dieses Rettern hier besiegen. Ach nein, jetzt kommt es mit dem Wickel. Okay, weiter geht's mit Donnerschock. Hör auf mit der Kacke jetzt endlich. Ich hasse diese Attacke. Gut, das ist nicht so früher wie Rot, Blau, Gelb, wo du dann wirklich absitzen musst, bis du das irgendwie mal siehst. Das kann ich auch 10-mal hintereinander angreifen. Ach, hör auf mit der Scheiße, ernsthaft? So, hoffe ich, jetzt werde ich besiegt. Gott sei Dank, Rettern ist besiegt. Hat sie ausgewickelt. Jetzt geht es mit einem Radfahrt weiter. Dann wechsle ich mal auf. Was für die Dorino?
blödes Radfahrts. Nerv mich nicht. Tschüss. So. Gut, jetzt haben wir das auch besiegt. So. Erstmal muss ich unser Team wieder heilen ein bisschen. Und dann geht's weiter hier mit dem Wanderer. Ich bin unterwegs an einem wahren Pokémon, der hier in einem Haus an der Küste wohnt. Ja, genau da sind wir auch heute. Da sind wir ja auch hin unterwegs. Minoru, der weitere nächste Wanderer mit einem Kleinschein. Ich habe Pikachu bewusst ein bisschen vorne sitzen. Weil ich ja gerne für Mist bereit werden möchte. Die war vielleicht in der nächsten Folge herausfordernd, oder? Kleine. So, dann nur drauf mit Doppelkick. Hat jetzt Geduld ein. Aber wenn du auch so weit kommst. Ich muss es eigentlich jetzt besiegen. So, wunderbar. Tschüss, Kleinschein. Mach Rollo. Schnabel. Und nochmal Schnabel. Geschnabbelt, das gute Macholo. So, und jetzt haben wir hier mal zwei Camperinnen, glaube ich. Hey, weißt du was? Mein Freund ist richtig cool. Hab ich den schon besiegt? Ja, doch, glaube ich, sicher eigentlich, ne? Pecknackerin Root mit einem Goldini. Oh, das ist ja nicht mal was für unser Pikachu. Wir haben auch noch die Trainerin in der Arena selber. Das heißt, wir können noch ein bisschen noch denken. Aber wir sollten schon Richtung 17, 18, dann müssen wir auf die Idee kommen, in die Arena zu kommen. Dementsprechend brauchen wir noch Level, wie ich das gerade mal sehe, weil das Goldini kriegen wir so nicht weggeplättet. Mit einem scheiß Superschall, weißt du? Doch, dass ich den Scheiß Ruckzuck gibt, ne? Ja, dann war's das. Dann ist das Goldini Gott sei Dank auch weg. Bis jetzt haben wir Glück gehabt mit den ganzen Verwirrungen, dass wir uns nicht einmal hätten schlagen können. Und Level 15 für Pikachu. Das sollte jetzt die nächste Attacke lernen, glaube ich. Ja. Erstmal den Dings raus. Rutenschlag raus, brauchen wir nicht. Donnerwelle. Nidorino reicht Level 17. Ich war überhaupt nicht in Form. So, ich hoffe, dass die jetzt ein bisschen weit vor genug vorgeht. Dann kann ich mich das Item da oben schnappen. Ich bin richtig cool. Ich habe nämlich eine Freundin. Schön für euch. Ah, das sind wahrscheinlich hier das Pärchen. Weil hier kommt nämlich Camper Matthias mit einem Schicki. Einem Schicki kommst du. Das war ein Volltreffer sogar. Schade, ich dachte da noch.
Das ist sogar eine Attacke gewesen, die... normal stark wäre. Aber es reichen zwei Attacken, um das Schicken zu besiegen. So, der ist besiegt. Und dann haben wir hier die TM16 Donnerwelle. Das, was unser Pikachu eben gerade gelernt hat. Haben wir dann hier nochmal ins TM. Okay, der ist tatsächlich schon besiegt. Okay. Da geht's jetzt weiter. Mit diesem Äther. Oh, dieser Trainerin hier. Meine Freundin hat jede Menge süße Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch auf sie. Na gut. Gerrit, Theresa, du hast für uns einen Mirabla. Okay, da hast du schon einen Mirabla für Fenster. Sommer. So, dann paralysiere ich dich erstmal. Damit kommen wir schon mal durch. Und dann teile ich mich mal kurz. So, die Paralyse im Gegner hat allerdings zweimal angeschlagen. Aber auch nur zweimal. So, weiter geht's mit seiner Paralyse. Galt. Trotz Volltreffer. Also gut, gut. Ich habe jetzt quasi die letzte Attacke komplett überlebt. Ich muss wechseln. Du kriegst auch noch einen scheiß Volltreffer, weißt du? So, dann gehen wir mit Jorino drauf. Und Schnabbel. So, tschüss, Mirabla. Haben wir das auch besiegt? Taubst sie hast du. Ich behalte. Ich kann nichts anderes machen. Die Pikachu nicht durch. Der muss ich noch einmal tackle, dann ist das Pikachu leider weg. Gut, dann gehen wir drauf mit Kopfnuss. Und nochmal kommt. Ja, hoffe, der scheiß ruckzuck hier. So, tschüss, Topsy. So, dann haben wir das auch. Und der letzte ist hier ein Angler. So, das heißt, ich werde mal kurz ein Trink auspacken. Nee. Yeah. Auch dringend mehr trinke. Du bist auf dem Weg zum Blitzhaus, oder? Aber jetzt liefern wir jetzt erstmal einen Kampf. Alvaro Cabrera. Willst du einen, okay? Fast sogar komplett. Gut, den Plätscher kannst du wahrscheinlich nicht allzu viel anrichten. Tschüss, Carpador. Und sein letztes Pokémon ist ein Krabi. Zwei Pokémon, die wir uns noch nicht gesehen haben.
Ach, dieses Krabi. Kriegt gut was drauf. So, und damit war es auch schon. Mit Krabi. Und die sagen dann auch gleichzeitig direkt mit down. Unser Ass-Trainer. Und wir haben auf jeden Fall noch ein Lockparfüm. Und hier ist dann, so wie ich das richtig sehe, nicht mehr. Gut, dann können wir hier um den Ass-Trainer besiegen. Hoffe ich zumindest. Diese Gegend hier wird gerne für Dates genutzt. Aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainercoach viel, für mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du, dass ich gegen dich antrete? Okay, dann will ich eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Du hast ein Pokémon, okay. Ach, Rollo. Okay, mach Rollo. Na gut, du hast bestimmt irgendwie Karateschlag oder Geowurf oder so drauf. Dann gehe ich erstmal auf Donnerwelle. Ich weiß, dass ich Pikachu wahrscheinlich jetzt opfer. Ja, natürlich hat er Geowurf. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Der Ward hätte mir wahrscheinlich jetzt gerade fast alle meine Pokémon. Gut, hier brauchst du zwei Ergänze. Ich muss dich irgendwie besiegen hier, das kann doch nicht so richtig. Jetzt mal Kopf, muss weg. Das ist. Ah, scheiße. Wieso geht das auch mit zwei Ergänzen weg? Oh, der haut mich. Der Typ will mir richtig Ärger machen. Jetzt bin ich Level 16. Wenn der jetzt sich zurückschreckt, habe ich schon fast verloren. Der ist jetzt nochmal Geowurf. Ja, der kriegt sich ja einen Geowurf von dem. Aber ich komme gar nicht so weit, weil der mir mit zwei, drei Angriffen alle meine Pokémon downhaut. Gut, bei Evoli weiß ich, dass ich ein bisschen länger brauche, aber auch Evoli muss. Schwierig, das ist ein Normal-Pokémon. Wenn der nicht mit der Kampfattacke kommt. Der kommt mit Geowurf. Dann habe ich Glück gehabt, dass ich ihn doch noch besiegen konnte. Tschüss, mach Holo. Und damit haben wir's. Puh, dabei wollte ich doch eigentlich dir eine Lektion erteilen und nicht umgekehrt. Ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Und das hier, das ist für dich. TTM 15 erhält die Attacke Geowurf. Diese Attacke richtet Schaden und Höhe des Levels des Pokémon an, das sie einsetzt. Jo. Gott sei Dank haben wir das immer noch hingekriegt. Aber jetzt schauen wir mal bei diesem berühmten Pokémaniac vorbei. Doch scheinbar ist keiner zu Hause. Hm. Na nun. Ach, da hinten! Hi, Dorino! Wie cool! So. Hallo, ich bin ein Pokémon. Was war seid ihr? Ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein weichlichter Pokémon-Jack. Was? Was guckst du mich so an? Du glaubst ja kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurde meine Zelle mit denen von dem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja, klar. Okay. Ich stecke den Teleporter und das von meinem PC aus, das Zellteilungsprogramm. Genau, der PC da. Mach bloß keinen Fehler, bitte. Ich zähle mal auf dich. Oh, Fehler. Okay, dann gehen wir mal an den PC hier. Auf dem PC läuft das Programm zur Steuerung des Teleporters. Hey, kannst du dich bitte mal ein bisschen beeilen? Du setzt das Zellteilungsprogramm des Teleporters in Gang.
Puh, tausend Dank. Du hast etwas, echt was gut bei mir. Hey, was sind wir noch da? Streckst du in deine Beutel dir eine Pokémon-Box mit dir rum? Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor schicken. Praktisch, was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich. Dankeschön für die Rettung eben. Bootsickles. In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff für Anker, die MSN. Ich hätte zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts mehr für mich. Zu schnieke für meinen Geschmack. Hast du mehrere Tickets umpreisen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß. Jo, und jetzt gucken wir mal, ob wir noch auf unserem PC noch irgendwas haben. Bericht über Bills Pokémon-Beobachtung. Welchen Bericht möchte ich zu lesen? Nummer 144. Auf die Suche nach einem Pokémon, das ich noch nie gesehen habe, verschlug es mich auf die Seeschauminsel. Im Hintergrund traf ich auf reizende Stürme, die ich unmöglich überqueren konnte. Während meiner näheren Erkundung bemerkte ich plötzlich eine beißende Kälte. Sie war intensiv wie ein tobender Schneesturm, sodass ich das Bewusstsein verlor. Doch kurz bevor mir schwarz vor Augen wurde, konnte ich jenseits des Wassers zwei funkelnde Flügel erkennen. Wäre es möglich, dass sie dem legendären Pokémon Arctos gehören? Als ich wieder zu mir kam, lag es seltsamerweise außerhalb der Höhle. Ich muss an meinen Schwimmkünsten arbeiten. Beim nächsten Mal werde ich Arctos fangen. Gut, dann gucken wir uns im Monat 45 noch an. Auf meiner Suche nach Pokémon, die ich noch nie gesehen habe, flog ich mich ins Kraftwerk. Zuvor war mir noch gar nicht bewusst, dass man das Kraftwerk von diesem Ort aus auf Route 10 aus schwimmt erreichen kann. Während ich mich nun dort umsah, griff ich aus heiterem Himmel eine der Bälle an, die dort umherum lagen. Durch die gewaltige Explosion, die erzeugte, verlor ich das Bewusstsein. Doch kurz bevor mir schwarz vor Augen wurde, konnte ich wieder weiterhin im Raum ein paar gezackte Flügel erkennen. Wäre es möglich, dass sie dem legendären Pokémon Zapdos gehörten? Als ich wieder zu mir kam, lag ich jetzt einmal außerhalb des Gebäudes. Ich muss mich abhärten, um der Wucht solch einer Explosion standhalten zu können. Beim nächsten Mal werde ich Zapdos fangen. Runde 146. Auf meiner Suche nach Pokémon, die ich noch nie gesehen hatte, verschlug es mich auf die Siegelstraße. Dieser Ort hat es wahrlich in sich. Wenn nichts gegen die überall umliegenden großen Felsen unternehmen kann, kommt dort nicht sehr weit. Während ich so die Gegend erkunde, traf ich auf ein wunderschönes Pokémon. Ich war von seiner unglaublichen Schönheit so überwältigt, dass ich das Bewusstsein verlor. Doch kurz bevor mir schwarz vor Augen wurde, konnte ich erkennen, wie es mit seinen gleißenden Flügeln schlug. Wäre es möglich, dass es sich bei dem Pokémon um das legendäre Lavados handelte? Als ich wieder zu mir kam, war es seltsamerweise verschwunden und dich allein. Ich muss mein Sicherheitsvermögen steigern, damit ich ja nicht bewusstlos werde. Nächstes Mal werde ich Lavados fangen. Ja, und damit haben wir einmal kurz die Geschichte der legendären drei Vögel geholt, gelesen. Das heißt, die werden wir uns dann irgendwann am Ende des Let's Plays mal fangen. Und jetzt machen wir uns auf zurück nach Azuria City. Das ist auch das Letzte, was ich heute tue. Weil wir schon mal etwa, ja, fast eine halbe Stunde. Und dementsprechend würde ich sagen, geht's heute, wie gesagt, zurück nach Azuria City. Und morgen geht's dann mit der Arena weiter. Und wir müssen uns gleich auf jeden Fall noch mit Trinken entdecken. Weil wir brauchen dringend Nachschub. Sonst kommen wir mit Misty nicht wirklich so weit. So. Und dann würde ich sagen, am Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Pokémon Let's Go Evoli und der Arena-Leiterin von Azuria City. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.